Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, der Nachwahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Herr Florian Rentsch hat mit Ablauf des 17. Mai 2017 auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Somit scheidet er auch als Mitglied im Hauptausschuss aus. Ferner hat der Abgeordnete René Rock mit Ablauf des 29. Mai 2017 sein Amt als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss niedergelegt. Nach § 6 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/4926 schlägt die Fraktion der FDP den Abgeordneten René Rock als Mitglied sowie den Abgeordneten Wolfgang Greilich als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss vor. Widerspricht jemand der Wahl durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist wiederum das gesamte Haus ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung. Ich stelle fest, dass damit der Abgeordnete René Rock als Mitglied sowie der Abgeordnete Wolfgang Greilich als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss gewählt wurden. Herr Hahn, müssten Sie einen Kommentar? Nein. Gut.